Esra 3 und Nehemia 7. Oder Esra 2 oder Esra 3, Nehemia 7. Hier werden die Israeliten beschrieben, mit ihren Stämmen und Familien, die aus Babylonien wieder aus babylonischer Gefangenschaft, aus dem babylonischen Exil ausgewandert sind. Wenn man sich die Zahlen ansieht, gibt es insgesamt zwischen diesen zwei Kapiteln 18 Widersprüche. Und in beiden Kapiteln steht, dass die insgesamt die Zahl 42.360 Menschen waren. Aber wenn man Esra addiert, plus addieren heißt plus nehmen, dann kriegt man am Ende 29.818. Also nicht 42.360, sondern 29.818. Und bei Nehemia bekommt man 31.089. 31.089. So, dann. In Psalm 75, Vers 3 steht, dass die Erde Säulen hat. Die Erde hat Säulen. Und in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Bibel wird das genau erklärt. Weil in Jesaja steht, und da sagen die Christen, guck mal, da sagen Missionare drüber, guck mal, das heißt, Jesaja steht, Gott war über dem Erdkreis. Aber was ist ein Erdkreis? Ein Kreis ist zweidimensional. Ein Kreis ist nicht dreidimensional. Jeder, der Geometrie in der Schule hatte, weiß, ein Kreis ist zweidimensional. Wenn wir sagen, meine Kugel oder ein Ei ist dreidimensional, dann sagen sie, guck, der wusste schon, dass die Erde rund ist, subhanallah. Ja, rund heißt nichts. Okay, eckig war sie nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass sie eine Sphäre war, sphärisch. Dann, in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Übersetzung steht was? Dort steht, Gott hat den Erstkreis gegründet und die Erde steht auf Säulen. Das heißt, wir haben einen Kreis und darauf steht die Erde auf Säulen. Dann, wie viele Wagenkämpfer? In 2. Samuel 8, Vers 4 sind es 1700 Wagenkämpfer und 1. Chronik 18, Vers 4 sind es 7000 Wagenkämpfer. Das sind 10 Punkte, die ich einfach mal erwähnen wollte. Ich will damit keinen beleidigen. Jeder soll sich selber Gedanken darüber machen. Vielleicht hat er Antworten darauf, vielleicht auch nicht. Das ist offengestellt. Aber für mich sind das natürlich Dinge, wo ich sage, selbst wenn die Qumran-Rollen richtig wären, könnte ich das nicht als das reine Wort Gottes akzeptieren. Jetzt zu Voraussagen in der Bibel. Ja? Wir haben also im Koran ganz eindeutige Hinweise, zum Beispiel in Sure 7, Vers 157. Diejenigen, die an den Propheten glauben, den Gesandten, der nicht lesen und schreiben kann, den sie bei sich im Buch vorfinden. Und viele andere Verse. Wir haben, und wir wissen aber, dass einiges in der Bibel verfälscht ist. Deswegen, wenn wir jetzt Hinweise in der Bibel finden, wir machen es auf die Suche, wir analysieren, die auf den Propheten Mohammed hinweisen, dann kann nachher keiner kommen und sagen, ja okay, aber der Kontext stimmt ja auch nicht so, weil wir gehen sowieso davon aus, dass vielleicht kleine Wörter verändert worden sind, die die ganze Sache verändern wollen, aber wir finden auf jeden Fall Zeichen, die dafür sprechen. Als allererstes muss man wissen, dass die meisten Muslime heute im arabischen Raum, das heißt Syrien, Jordanien, Jemen, alle früher gottesfürchtige Christen und Juden gewesen sind, die den Islam angenommen haben. Das ist vielen Leuten nicht so bewusst. Auch aus der Türkei, die meisten Leute, die jetzt Muslime sind, waren früher Christen oder Juden von der Religion und haben den Islam angenommen. Das ist etwas, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Und wir finden im Koran ganz deutliche Hinweise darauf. Als allererstes, in Sure 2, Vers 89, wird ein Vers offenbart. Dieser Vers sagt, und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigt, was bei ihnen war, und zuvor hatten sie Sieg gegen die Ungläubigen gepflegt, als nun das zu ihnen kam, das sie kannten, verleugneten sie ihn. Das heißt, die Juden, die damals in Medina gelebt haben, sind dort nach Medina gekommen, weil sie wussten, dass dort der letzte Prophet auftritt. Das, der Koran gibt hier Zeugnis drüber. Und sie haben zu den damaligen Menschen in Medina gesagt, wir beten zu Gott, dass dieser Prophet kommt und dieser Prophet wird mit uns gegen euch kämpfen. Und er wird euch bestrafen. Jetzt steht hier genau dieser Vers, wird darauf hingewiesen. Jetzt muss man sich eine Sache bedenken. Wer hat den Koran gelesen? Die Leute in Medina, die zum Islam konvertiert sind, haben den Koran gelesen. Wäre dieser Vers falsch gewesen und würde es nicht stimmen, dass diese Juden, die vorher dahin gekommen sind, dass die auf den Propheten Mohammed gewartet haben, was wäre dann? Der
hätten sie gesagt, was steht da im Koran? Wir glauben nicht mehr an das Buch. Das stimmt doch gar nicht. Aber sie wussten, dass die Juden diesen Einwohnern von Medina, von Yathrib, damit gedroht haben. Und das ist auch der Grund, warum die von Medina, die Ansar, die Helfer genannt werden. Denn sie waren diejenigen, die dem Propheten Sallallahu geholfen haben. Sie waren diejenigen, die den Islam vor den Mekkanern angenommen haben, weil sie wussten von den Juden, dass ein Prophet kommen wird. Und hier sagt Allah, dass dann, als der Prophet kam, sie nicht an ihn geglaubt haben. Dann haben wir historisch gesehen große Persönlichkeiten, die den Islam angenommen haben. Najashi, der König von Äthiopien, ein Christ, hat den Islam angenommen. Walak ibn Nawfal, ein christlicher Gelehrter, hat den Islam angenommen. Weil sie sagen, das ist das, was wir kennen. Wir haben Abdullah ibn Salam, der größte jüdische Gelehrte in Medina, der den Islam angenommen hat. Wir haben Maryam al-Kubti, eine Christin, die den Islam angenommen hat. Wir haben Safiya, eine Christin, die Islam angenommen hat, weil ihr Vater ein Rabbiner war, der wusste, dass dies kam, und sie hat vorher von dieser Botschaft gehört. Also wir haben diese Beweise. Wir haben Salman al-Farisi, der 1000 Kilometer gewandert ist, weil damals ein christlicher Gelehrter zu ihm gesagt hat, hier wird der letzte Prophet kommen. Das heißt, Dinge waren vorhanden. Das haben wir ganz eindeutig. Und wir haben hier im Koran, zum Beispiel Sure 2, Vers 146, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, das heißt Mohammed, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie es wissen. Sure 26, Vers 197, ist es für sie kein Zeichen, dass die Gelehrten der Kinder Israels ihn kennen. Wer sind die Gelehrten der Kinder Israels? Abdullah ibn Salam beispielsweise. Sie kennen ihn. Das heißt, das steht im Koran. Wäre das damals nicht so gewesen, hätten alle Leute gesagt, das, was der Koran erzählt, stimmt doch nicht. Die haben den Koran bezeugt, die haben es mitbekommen, wie es herabgesandt wurde. Das heißt, von daher gehen wir davon aus, dass es noch Dinge gibt. Dass es noch Zeichen gibt. Und wir machen uns auf die Suche und schauen nach. Wie gesagt, der Kontext spielt dabei für uns nicht die große Rolle, weil wir sowieso davon ausgehen, dass der Kontext verändert worden ist, damit man das nicht sieht, weil es wäre sehr ungünstig für einige Gruppen, wenn auf einmal da stehen würde, Mohammed kommt als letzter Prophet. Was würde dann auf der Welt los sein? Nächste Sache. Wenn man manche Christen fragt, gibt es in der Bibel Beweise, dass Jesus kommt, dann sagen sie, oh, Tausende. Aber dann sage ich, gib mir einen Vers, wo steht der Name Jesus, dann finden Sie keinen. Jetzt analysieren wir nochmal und man sollte das Herz aufmachen und sich einfach mal die Dinge zergehen lassen und einfach mal darauf achten, was hier so genommen wird. Wir haben als erstes Deuteronium, 5. Buch Moses, Kapitel 33, Vers 2. Dort steht, der Herr kam vom Sinai. Sinai ist dort, wo Moses die Offenbarung bekommen hat. Dann steht, er leuchtete vor ihn auf aus Seir. Das ist, wo Isa die Offenbarung bekommen hat. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Paran ist das Gebirge bei Mekka. Wer kommt daher, welcher Prophet? Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Dies ist die Chronologie. Moses, Jesus, Mohammed. Er strahlte heraus aus dem Gebirge Paran. Dann, er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Wer sind die Tausenden von Heiligen? Dieser Heilige von Paran. Die Sahaba, und in einer anderen Übersetzung steht 10.000 Heilige, und 10.000 Sahaba waren es, bei wann? Bei der Eroberung von Mekka, als sie die Quraysh besiegt haben. Dann, ihm zur Rechten flammte vor ihm das Feuer des Gesetzes, der du die Völker liebst, in deiner Hand sind alle Heiligen, die Heiligen, die mit ihm sind, eines jeden von ihnen. Sie haben sich dir zu Füßen geworfen, jeder wird sich erheben, wenn du es befiehlst. Wer wirft sich dem allmächtigen Gott im übertragenen Sinne zu Füßen? Die Muslime. Wir werfen aus dem Boden. Und wann heben wir uns wieder auf? Wenn Gott es indirekt befehlt. Wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, denn es ist ein Befehl von uns, von Gott, dem Imam zu folgen. Alhamdulillah. Nächste Sache.